30 سنه فوق شو اسمه ميدان طلعت حرب انا ميدان طلعت حرب اوكي اجلس انت اوكي ميدان طلعت حرب Es ist nur 100 Meter vom Tahrirplatz entfernt. Eine Musahara-Demonstration. Also doch mal was los. Eine Erinnerung an Märtyrer der vergangenen Monate. Und in dem Zusammenhang möchte ich was Positives loswerden. Nämlich, dass die Menschen toll setzen den Hintern in Bewegung für ihr Land. Und weil sie interessieren für Politik, Philosophie und so weiter. Allerdings, gerade wenn einem die Leute wichtig sind und auch die Zukunft des Landes, sollte man ja eine wichtige Tatsache nicht außer Acht lassen. Das ist die, dass es sehr schwierig ist, als Ausländer hier eine Diskussion zu führen. Man ist im Zweifel sowieso der Böse, derjenige, der hier eine Verschwörung anzetteln will. Und bestimmte Fragen, darüber macht man sich auch gar keine Gedanken. Das habe ich erlebt im Tahrirplatz 2011 im Februar. Ganz tolle junge Männer, wir haben im Zelt gepennt, Schach gespielt und so weiter, Poster gezeichnet, tolle Gespräche gehabt, aber, und da fängt es an, wenn es um die Zukunft Ägyptens ging, war immer keine Antwort. Und hallo, my friend. Und daran scheint sich auch nichts geändert zu haben. Denn eine Frage ist die, dass die gleichen Leute, die Anfang 2000 noch gegen Mubarak demonstriert haben, heute im General al-Sisi ist die neue Militärdiktatur zujubeln. Und